Ja, mach mit dem darum. So, also Hühner bekommen. Ah! Ah! Leute, ich hab einen Krampf im Oberschenkel. Ja, was geht, Leute? Und damit herzlich willkommen hier zurück bei TTV und willkommen da zurück hier bei Captive Minecraft. Stimmt's, Herr Schwein? Und ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben, dass wir unten das Portal gefunden haben. Richtig, richtig geil, Leute. Und ich will jetzt ja auch nicht sofort um heißen Brei herumreden, denn ich will sofort anfangen. Wir haben ja in dieser Folge einiges vor. Und zwar fangen wir erstmal an, dass wir uns erstmal wieder equippen. Ich frage mich, warum ich das ausgezogen habe. Ja, wir werden uns eine Steinspitzhacke machen, weil... ich will das Eisen jetzt ungern verschwenden. Also, ich will das jetzt erstmal ungern verschwenden, Leute. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Kuh. Die bekommen wir dann anscheinend später mal, irgendwann mal, in ein paar Jahren. Samen. Kommen wir dann hiervon. Das muss erstmal wachsen, deswegen gehen wir jetzt erstmal in die Höhle. Denn da können wir jetzt, ja, da können wir jetzt erst einmal dingsen. Na, genau. Können wir jetzt erstmal machen hier. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Diamant suchen und Skelette töten und etc. Wir haben gar kein Essen mehr, merke ich gerade. Wir haben gar kein Essen mehr. Okay, dann muss das. Wollen wir das Schwein schlachten? Nee, wir brauchen erstmal noch kein Essen. Wir brauchen erstmal noch kein Essen. Wir gehen jetzt hier einfach runter. So wie wir es schon geplant hatten und suchen jetzt auch nach Diamanten. Oder beziehungsweise auch nach Skeletten, damit wir Knochen mehr bekommen und alles Mögliche. Je nachdem, was wir da unten halt finden. Auf jeden Fall, dieses Endportal brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir erst zum Schluss dann. Mein Auge juckt gerade. So. Upsala, upsala, watala, watala, meiala. Keine Ahnung, warum ich singe. Ich bin gerade so im Singfieber, Leute. Okay. Uah, nein! Das wollte ich gar nicht. Scheiße, Mann. Oh ja, da hinten will ich. Nein, da ist eine Hexe. Ich muss weg, ich muss weg. Ah, die bekriegen sich gegenseitig. Ein paar Idioten, ne? Okay, den bringen wir um. Weil da will ich jetzt nicht hin, weil Hexen sind sehr gefährlich, Leute. Ihr alle kennt bestimmt die Hexen. Die sind nicht sehr nett. Okay, wir sind Höhe 12, perfekt. Das ist die Höhe, die wir brauchen. Und jetzt suchen wir hier auf dieser Höhe die ganze Zeit nach Diamanten. Und das wäre, ja, Eisen, perfekt, sehr gut. Freut mich, warum nicht? Das wäre perfekt, wenn wir jetzt in der dritten Folge schon Diamanten finden würden. Und Gold haben wir. Okay, da bin ich auch sehr zufrieden. Wegen dem Goldapfel dann später. Eisen. Gold kann man dann plus mit Eisenspitzhacke abbauen, ne? Ja, ich glaube schon. Wo ist denn... What the fuck? Ein Lavameer. Okay, Leute, wir haben ein Lavameer gefunden und noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen, das freut mich. Noch mehr... Jojo. Ist es eigentlich schon mal bei Captive Minecraft Stirb zu Ende? Nee, ne? Nee. Ist ja ein bisschen doof. Und Kohle, perfekt. Alter, auf Höhle 12 findet man ja alles, oder? Was man braucht. Lapis, geil. Man findet wirklich alles. Okay, also Diamanten dürfte dann später auch kein Problem mehr sein. Okay, hier haben wir noch mehr Kohle. Bauen wir auch erstmal ab. Also wie gesagt, manche Folgen werden natürlich so sein, also so aufgebaut sein, Leute, dass wir dann natürlich auch mal nach Rohstoffen suchen müssen, dass wir dann natürlich auch mal nach Essen suchen, nicht Essen suchen müssen, aber jetzt nach brauchbaren Rohstoffen suchen müssen. So ist es nun mal aufgebaut und so müssen wir das dann natürlich auch machen. Tut mir natürlich sehr leid, aber ich will natürlich auch Abwechslung mit reinbringen. Weiß zwar noch nicht wie, aber egal. Mal schauen, wir buddeln uns jetzt hier erstmal am Rand lang. Ich würde sagen, wir machen ein Riesenquadrat und da muss doch dann irgendwo Diamant kommen. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann müssen wir noch weiter runter einfach. Ich meine, bei so einem kleinen Quadrat ist das vielleicht einfacher. Diamanten zu finden, ist ja logisch, ist ja ein Erfolg. Also müsste es ja auch in dem Quadrat die Diamanten geben. Eben, was macht man eigentlich, wenn es hier in dem Quadrat keine Diamanten gibt? Da kannst du den Erfolg ganz weitermachen, ne? Er muss erst mal andere weitermachen, damit sich das Feld erweitert, dass da vielleicht dann Diamanten kommen. LOL! Wo sind wir jetzt? Ach, jetzt sind wir wieder hier rausgekommen. Okay, nice. Uah! Oh, ich habe mich gerade erschrocken, ey. Mein Gott. Oh, Erfahrungspunkte. Keine Ahnung wofür, Mann. Jetzt nerven nicht. Dreckvieh. Die nerven extrem, muss ich sagen. Also,
Oh Mann, scheiß Silberfische, oder heißen die so? Ja, ne? Silberfische. Ich mach jetzt hier den Laden zu. Ah ne, die können ja immer noch drüber springen. Mach jetzt so den Laden zu, ist mir egal. Ups, ich habe gerade unsere Treppe kaputt gemacht. Entschuldigung, das wollte ich doch nicht. So. Unsere Spitzhacke ist dann auch gleich down. Hä, wo kommst du denn her? Ach so, von dort. So. Sag das doch gleich. Ja, das Eisen wird uns dann bald auch gehören, da was hier gerade gesehen habe. Pilze, okay. Das machen wir jetzt mal da oben zu, weil mich das ankotzt irgendwie. Scheiß Wassergelümpel. Ihr müsst wissen, dass ich Wasser hier extrem hasse. Oh nö! Willst du mich verarschen? Du Kackwasser! Ha, was machst du jetzt? Jetzt bist du aufgeschmissen, hä? Ja, du scheiß Wasser. Mit mir legst du dich nicht an. Also mit Wasser, ne. So, jetzt müssen wir aber Essen erstmal machen. Ich weiß nicht, sollen wir einen Huhn schlachten oder was sollen wir schlachten? Was sollen wir schlachten, Leute? Was sollen wir schlachten? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ach, hier ist eine Fackel. Ja, also. Warte mal. Alter, war der Weg schon immer so lang? Kam mir noch nie so lang vor, irgendwie. Oh Gott. Morgen. Wir haben wirklich kein Essen mehr drin, ey. Das gibt's ja gar nicht. Nö. Regular Potato, kann man die braten? Ne, ist ja vergiftet und die kann man nicht braten. Okay. Okay, schade, schade. Ja, wenn wir hier bei Erfolge mal schauen, ne? Wir brauchen wirklich Diamanten, ne? Fisch, Fisch. Fisch, da müssen wir nochmal weiter, damit ich einen Fisch holen können. Fisch. Und nächste Folge wird dann das Weizenlaublich auch gewachsen sein, was ich mal hoffe. Ich hoff's. Hä, kann das Essen ja eigentlich ausgehen oder nicht? Eigentlich schon, ne? Hä? Huhn? Oh! Ich bin gerade erschrocken, ne? Okay, ich werde das Schwein jetzt töten. Ist das eine gute Entscheidung? Nee. Dann werde ich jetzt einen Huhn schlachten. Oder? Ja. Es tut mir leid. Aber es ist für einen guten Zweck. Und zwar brauche ich ein Hähnchen. Und eine Eisenspitzhacke, falls wir wirklich jemanden finden. Weil habe ich keinen Bock hier wieder hochzurennen, den ganzen Scheißweg, ne? Okay, das Essen ist wirklich das, was am knappesten bei uns wird. Oh ja. Also Essen wäre dann bald mal wieder schön, hübsch. Wir haben jetzt zwar ein Hühnchen, aber ihr seht, das wird uns nicht viel helfen. Dann werden wir das hier mal noch zu uns nehmen. Jetzt müssen wir mal kurz warten, bis die Vergiftung weg ist. Also wir müssen eigentlich immer, wenn die Mauer erweitert wird, da ist noch ein Huhn, eigentlich immer neue Dings bekommen. Samen wären gut. Also wenn das nächste Knochen mehr wäre jetzt wichtig, weil da können wir Gras pflanzen und das wachsen lassen. Das bedeutet, wir greifen jetzt mal die Skelette an, Leute. Wir haben ja Bogen mit, ne? Da greifen wir jetzt mal die Skelette an. Das geht nicht anders. Ich meine, wenn wir sterben, können wir unsere Sachen immer noch da unten holen, also das ist nicht das Ding. Wir müssen jetzt wirklich mal angreifen da unten. Sollen wir uns noch Rüstung machen? Ja, komm, wir machen uns jetzt hier noch mal ein paar Stiefel. Ich meine, Stiefel bringen auch noch ein bisschen Rüstung, ne? Und dann gehen wir jetzt hier runter und hauen die Dinger kaputt. Weil, ganz ehrlich, Knochenmehl wird jetzt wirklich sehr wichtig sein in den letzten Tagen. Hä? Was laber ich da für eine Scheiße? Aber wird auf jeden Fall wichtig sein. Übrigens, danke, dass ihr. Übrigens, finde ich es gerade cool, dass ihr so viel ausbekommen und alles sowas. Ihr unterstützt mich sehr, sehr gut. Dankeschön, Leute. Ich liebe euch. Wirklich. Also jetzt nicht so homo, ne? Aber ich liebe euch einfach. Macht einfach so Spaß. Und ich hoffe, dass wir die jetzt auch kriegen, ohne zu sterben. Wie machen wir das am besten? Das Obsidian! Hä, die Monster sind weg! Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ah, jawohl, du bist sogar hier draußen. Perfekt, Domatico. Dankeschön für das Knochenmehl. Seht ihr, Leute, das ist das, wovon ich rede. Danke. 12, ja. Mein Lieblingshöhe. Wenn jetzt ein Silberfisch von innen kommt, dann war's das. Komm schon, gib mir das Gold, danke.
Jawohl. Ja, noch ein Skelett. Hat der Knochen... Oh nein, hat keinen Knochen fallen gelassen. Dafür noch so einen scheiß Bogen. Den will ich gar nicht haben, den scheiß Bogen. Kann ich wieder selber einstecken gehen. So, dann buddeln wir jetzt hier einfach weiter. Ja, Leute, es ist nun mal so, aber ich sag euch, wenn wir Diamanten finden, ist es halt dann viel besser. Achso, ich wollte mal was gucken gehen. Ich will das hier mal wieder aufmachen. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht sterben werden. Ich muss schon sagen, die Silberfische zocken wirklich was ab. Hä, können die hier durch? Oh, fuck. Ich hoffe nicht. Hallo, Lava. Einmal weg mit dir. Was ist für ein Geräusch? Sind das Fledermäuse oder sind das die Teile? Hm, keine Ahnung. Hier haben wir reingeguckt, ne? Genau. Okay. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir hier schon das Endportal haben, aber mehr würde mich jetzt freuen, dass wir noch Diamanten diese Folge finden. Oh Mann. Aber wir haben Knochen mehr, das ist gut. Knochen mehr ist gut. Knochenmehl ist immer gut. Wollen wir uns mal nach unten buddeln? Ja, wollen wir. Ah! Mein Gott, hier ist alles voller Lava. Kommt, ihr Trinkwitz. Ah! Krieg ihr noch Paniker? Ah! Nein! Oh mein Gott. Hör auf mich anzugreifen, du nimmst viel. Halt's Maul, jetzt ist Schluss. Ruhe. Ihr werdet später dann ausgerollt sein oder scheiß Monster spawnen, aber dann kacken gehen. Wenn ich ihn erstmal vernichtet habe. Ach, die Lava ist es, die da reingeflossen ist, diese scheiß Lava. Okay. Und Diamanten gibt's hier nicht. Ausverkauft. Nein! Wie ist das Vieh hier reingekommen? Hä? Wie ist das scheiß Mistvieh jetzt hier reingekommen? Ich will es eigentlich gar nicht. Hallo! Hallo Gold! Sehr lieb. Ja. Oh, schön viel Gold. Oh, geil. Geh kacken, Junge. Alle, die kommen alle von unten. Ja, das gibt Erfahrung. Ey, so können wir. Ja, so können wir endlich Erfahrungspunkte farmen, ne? Richtig geil. Gibt's hier Diamanten? Bitte. Bitte. Ich brauch doch nur ein paar Diamanten. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Hier kommt anscheinend kein Diamant mehr. Nö, sieht so aus. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Hier gibt es keine Diamanten, Leute. Die sind ausverkauft hier. Ja, dann müssen wir den Erfolg mit der Kuh machen. Mit dem Weizen oder sowas. Aber dafür brauchen wir noch eine Kuh. Kann man ja eigentlich auch festhängen in Captive Minecraft. Oder. Ah, ne, wir können auch den Kuchen und so machen. Stimmt, aber dafür brauchen wir Zuckerrohr. Also hängen wir doch irgendwie quasi fest. Was? Kann man hier in Captive Minecraft überhaupt festhängen oder geht das gar nicht? Bin mir da nicht sicher. Wenn, dann müssen wir halt hier alles ausheben und ich will unbedingt Diamanten. Wie sind wir denn jetzt überhaupt? 9, Alter. Boah, krass. Kommen jetzt hier Diamanten? Ist das eine Höhle? Ach, nee, das ist ja schon da Obsidian. Nicht Obsidian, da Grundstein hier. Was? So lange... Und immer noch keine... Diamanten. Gut, Leute, dann gehen wir jetzt erstmal wieder hoch und machen Knochenmehl weiter. Wir müssen das ja jetzt gut einsetzen. Geplant müssen wir es einsetzen, sage ich so. Geplant. Aber ich weiß nicht, ob man Captain Minecraft so festhängen kann. Also, dass man keine Erfolge machen kann. Weil, guck mal, wenn Sie mal reinschauen. Ah, hier. Ah, ne, das haben wir ja schon. Diamanten können wir nicht machen, Fisch können wir nicht machen. Das können wir nicht machen.
Den Goldapfel könnten wir machen, wenn wir genug Gold finden. Das könnten wir... Will ich nicht. Das können wir nicht machen. Das... Mara 2 haben wir das schon. Nö. Ach so, daran sieht man das, okay. Backe ein Brot aus Weizen. Doch, das können wir machen. Okay, also man kann doch nicht festhängen. Man kann eigentlich doch nicht festhängen. Nö. Ich meine, das Brotbacken, das können wir jetzt sogar noch diese Folge machen mit dem Knochenmehl. Oder wollen wir damit nicht Samen pflanzen? Ach, ich weiß schon, wie ich es mache. Wir haben ja 6 Mal und da können wir 6 Mal machen. So, so. Alter, der Weg kommt mir übel lang immer vor. Guck ich mal den Weg an, ne? Oh, oho. Ihr habt schon Eier. Bäume sind gewachsen. Perfekt. Wir essen jetzt hier dieses geile Ding. Packen das da rein. Machen einmal so, da haben wir nämlich genug. Genug Gras erstmal kurz. Scheiße, wir brauchen noch einen Samen. Ein Samen wäre perfekt forever. Nein! Nur ein Samen. Egal, wir finden bestimmt noch mehr Skelette. Also, ich muss erstmal das hier machen. So. Ah, da haben wir doch schon. 3 Mal sogar. Perfekt. Okay, dann werde ich euch erstmal vermehren. Das wieder anbauen. 1, 2. Und dann haben wir das. Und können jetzt unser Brot backen, Leute. Jetzt können wir unser Brot backen. Ist das perfekt oder ist das perfekt? Und damit haben wir noch einen Erfolg geschafft, diese Folge. Jawohl. Wenigstens ein Erfolg. Und können wir jetzt ein bisschen mehr? Nee, ne? Nee, leider nicht. Aber wir sind ein Stück näher wieder rangekommen an das, was wir wollen. Liebt euch. Hier, ja, mach mit dem darum. So, also Hühner bekommen. Ah! 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 Leute, ich hab einen Krampf im Oberschenkel. Ah! Ah! Ja! Ja, nein! Ja! Doch, wir haben 2 Kühe. Ja, bitte, bitte reicht das Knochen mir jetzt. 1, 2. Ja, wir können noch einen Erfolg. Nein, uns fehlt noch einmal Weizen. Ja! Und da haben wir Weizen. Perfekto Matico. Jawohl, das ist das, wovon ich rede, Baby. 2 Erfolge geschafft. Und auch noch richtig geile Erfolge. Also Tiere bekommen wir schön genug. Und nächste Folge schaffen wir es dann hoffentlich bis zu dem Meer und können dann uns Fische angeln. Und ja, wenn ich jetzt hier mal so hinschaue. Weizen, Zucker, Milch und Eier können wir dann auch bald machen. Ja, also wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall um diesen Notch-Apple kümmern und um diese Diamanten hier wieder, ne? Das wird der Hauptgrund sein. Und ja, Zuckerrohr, oh ja, das will ich dann unbedingt haben bald. Und ja, Leute, den Baum pflanzen wir jetzt nochmal schnell ab. Jetzt mach ich mal schnell mit einer Axt. Axt, hier, bitteschön. Perfekt, also Essen haben wir dann erstmal auch wieder genug. Aber ihr seht, wie wichtig Knochenmehl hier ist. Ihr seht es einfach, wie wichtig das hier ist. Schön Bäume abpflanzen. Der andere ist auch noch gewachsen. Oh, geil. Geil, geil, geil. Richtig geil, oder? Findet ihr das auch geil? Ja, ich finde das auch geil. Ich weiß, dass ihr das auch geil findet. Also ich finde es auf jeden Fall cool. Wir haben 2 Folgen wieder geschafft, diese Folge. Perfekt. Perfekt, perfekt. Volles Essen, besser kann es gar nicht laufen. Ich stelle mal noch diese Kiste hier daneben. Und packe hier den anderen Müll rein. Können wir jetzt nochmal Kühe vermehren? Nee, ne? Nicht Kühe. Hier willst du fressen? Okay, dann nicht. Ja, Leute, damit war es dann auch schon für diese Folge. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen. Wir sind wieder ein Stück näher gekommen. Sieht auch ganz lustig aus hier. Und ja, wenn es gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, abonniert noch den Kanal, damit ihr mich noch mehr unterstützt und nie wieder ein Video verpasst. Teilt auch das Video mit euren Freunden oder auf sozialen Netzwerken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, euer TTV. Woo! Ja, gut, ich bin jetzt vergiftet, aber es mir